In den ersten beiden Oktoberwochen werden auf der Grundlage der Ergebnisse der Wahlen vom 9. Juni die neuen Nationalitäten Selbstverwaltungen gebildet und das gilt auch für die jungen Deutschen. Jetzt in diesen Wochen eigentlich formen sich oder gründen sich die deutschen Selbstverwaltungen, alle anderen auch natürlich, bis zum 15. Oktober können sie und müssen sie das auch tun. Und wir haben 108 deutsche Selbstverwaltungen hier in der Panau und auch in der Chaumont-Dives, weil diese Region gehört auch zu uns. Die Tollnau kann man auch noch hierher ziehen, da haben wir so etwa 50 Selbstverwaltungen. Also man kann sagen, hier in der südwesttransdanubischen Region haben wir so 160 deutsche Selbstverwaltungen. Die Teilnehmer der Jugendlichen war schon immer ein wichtiges Thema, aber glücklicherweise ist das Interesse vorhanden und die jüngeren Generationen wollen ihren Teil zur Kultur und zum Leben der Nationalität beitragen. Das ist immer eine gute Frage mit den Jugendlichen. Wir streben immer, wir haben immer die Bestrebung, dass Jugendliche auch mit dabei sind und das machen wir schon seit Jahrzehnten und es hat schon Erfolge, also Jugendliche kandidieren auch, aber das hängt vom Dorf zu Dorf ab, das ist immer anders. Also es gibt Dörfer, wo die ältere Generation sehr daran hart, dass sie da bleiben. Aber es gibt auch solche Dörfer oder Städte, die wirklich Jugendliche mit hineinbeziehen. Mohács könnte ich als ganz gutes Beispiel nehmen, die haben alle 5 Generationen, also 20, 30, 40, 50, 60-Jährige mit dabei, ein sehr gutes Beispiel, aber nicht nur Mohács natürlich, sondern viele, viele Dörfer, wo Jugendliche auch mit dabei sind. Ich sage immer bei den Vorbereitungssitzungen, dass natürlich braucht man die erfahrenen Leute, die das schon seit Jahren, Jahrzehnten, seit mehreren Perioden machen. Aber man soll immer 1, 2 Jugendliche mit hineinbeziehen, damit sie dann in die Zukunft das erstmal erlernen, erstmal hineinschauen, erstmal hineinsehen, was da ist, wie diese Arbeit ausschaut und dann in 5 Jahren oder 10 Jahren das übernehmen. Also ich klage nicht, wir haben schon Nachwuchs, ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass wir die Jugendlichen auch mit hineinbezogen haben und das ist eine erfreuliche Sache. Nationalitäten-Selbstverwaltungen sind stärker an kulturellen Fragen interessiert als eine traditionelle Selbstverwaltung, aber sie spielen dennoch eine wichtige Rolle im Leben einer Gemeinde. Eine deutsche Selbstverwaltung, wie auch andere Minderheiten-Selbstverwaltungen, haben vor allem die Aufgabe, dass sie die kulturelle Autonomie entwickeln. Sie machen dementsprechend kulturelle Programme und natürlich die verschiedenen internationalen Beziehungen, Partnerstädte, Partnerdörfer, das pflegen sie, diese Arbeit. Eine wichtige Kompetenz haben sie bei der Wahl des Schuldirektors oder Schuldirektorin, haben sie ein Vetorecht oder ein Mitspracherecht. Das heißt also, wenn in diesen Schulen und Kindergärten, wo nach einem Minderheitenprogramm unterrichtet wird, und da haben sie ein Vetorecht, dass sie das sagen können, wer der Schuldirektor oder Schuldirektorin sein soll. Und das ist, glaube ich, ein hartes Recht. Frau Ibuja Engländer-Nehok, Vorsitzenderin der Landesselbstverwaltung der Ungarn Deutschen, berichtete ebenfalls über die Ergebnisse der Wahlen und die Rückmeldungen. Jetzt in den kommenden 2 Wochen, also bis zum 15. Oktober, bilden sich die örtlichen, lokalen deutschen Selbstverwaltungen und bis zum Ende des Monats bildet sich dann auch die Landesselbstverwaltung der Ungarn Deutschen. Wir werden unsere konstituierende Sitzung am 19. Oktober haben. Bis dorthin werden diese etwas über 400 lokale deutsche Selbstverwaltungen auch erstellt. Diese Wahlen waren für uns also positiv, wir sehen sie positiv, denn in über 500 Ortschaften sind die Wahlen ausgeschrieben worden und 402 Ortschaften sind auch die deutschen Selbstverwaltungen entstanden, die sich jetzt konstituieren. Und das ist für uns deshalb wichtig, weil die Zahl fast genauso groß ist wie in der vorherigen Periode, also trotz des Sinkens bei der Volkszählung der Zahl der Ungarndeutschen können wir trotzdem in genauso vielen Ortschaften deutsche Selbstverwaltungen bilden, die dann vor Ort arbeiten können. Repräsentation ist der Schlüssel zum Leben einer Nationalität. Daher ist die Rolle einer Selbstverwaltung von wesentlicher Bedeutung. Das Ziel besteht in erster Linie darin, die nationale Identität des Menschen zu entwickeln und zu stärken.
unsere Identität zu bewahren, das ist unsere erste Aufgabe und ich glaube, das Ungarndeutschtum hat schon in diesem Gebiet seit Gisela, seit der ersten deutschen Königin in Ungarn, die erste ungarische Königin war eine Deutsche, und vieles, vieles, was wir hier in diesem Lande geschafft haben, von den Gebäuden an bis zur Kultur, Musik, Kunst, Politik, dass wir das weiterpflegen und weitergeben, noch in vielen Jahrhunderten. Deswegen sind die deutschen Selbstverwaltungen sehr wichtig, dass sie da sind. Bis Ende Oktober werden die neuen ungarndeutschen Selbstverwaltungen landesweit ihre Arbeit beginnen.